hier zur diesjährigen Guten Morgen. Zur diesjährigen Fete la Musik. Diesjahr mal auf dem Schlossberg. Ganz neu, ganz schön. Wir wollen euch einladen, den ganzen Tag mit uns zu feiern, hier in Quedlinburg. Wir haben verschiedene Standorte, wo viel Live-Musik und auch andere Künstlereien passieren werden. Unter anderem in der Blasi-Kirche, hier natürlich auf dem Schlossberg, im Wortgarten, Bahnhofsplatz, ist die elektronische Fete. Im Karl-Ritter-Bildungshaus. In dem Wortgarten. Habe ich gesagt? Aber dann sage ich es nochmal. Und im Wortgarten. Wir haben viel Live-Musik, wir haben einige Bands, die von ganz weit her kommen. Wir haben 3 französische Bands, wir haben Bands aus Hameln, wir haben eine Band aus Bochum, wir haben auch Bands aus Quedlinburg. Also es wird ein ganz schöner Tag und wir wünschen euch viel Spaß. Und ich freue mich, den Oberbürgermeister Dr. Brecht hier zu begrüßen und auch, er hat noch ein paar Worte an Sie zu richten. Ja, wer glaubt, meine Damen und Herren, liebe Kinder, dass wir hier einen riesen Kulisse haben mit Tausenden von Besuchern, der sieht, es ist anders. Wir sind ein kleiner Haufen, aber die Fete la Musique ist ja auch nicht so ein Ereignis, wo es mit einem Knall losgeht, sondern es fließt so wunderschön über den Tag, immer der 21. Juni, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sich das im Laufe des Tages noch ganz doll ändern wird mit den Besuchern. Und da können wir uns auf ein schönes Fest, ein Fête de la Musique, freuen. Das Fête de la Musique ist eine Erfindung, die aus Frankreich kommt. Unter dem damaligen sozialistischen Präsidenten Mitterrand ist das entstanden, in Paris zum ersten Mal geschehen. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir dieses Jahr auch unsere Freunde aus Aulnoy-Aymeries dabei haben. Michel Bureau, Marie-Paul und alle anderen, herzlich willkommen. Ist eben schon gesagt worden, diese vielen Veranstaltungsorten, diese Vielfalt widerspiegelt sich aber auch in den Genres der Musik. Wir haben also von Techno bis Klassik ist alles dabei. Die Musiker, die hier auftreten, sogar unsere Kleinen, verlangen keine Gage. Die spielen kostenfrei. Und das machen natürlich dann auch die Profis. Und wenn wir mit Bumi anfangen, dann werden wir nachher noch ganz, ganz andere Gruppen hier auf dieser Bühne und natürlich auf den anderen Bühnen sehen. Es gibt natürlich im Umgekehrten auch keine Eintrittskarten zu kaufen, sondern jeder kann hier dazukommen, jeder kann mitspielen. Es ist sozusagen ein ganz großes Volksfest, was sich inzwischen in ganz Europa auch breit gemacht hat. Und ich denke, das wird sich noch im Laufe des Tages ändern, dass es eben nicht nur eine Handvoll ist, wie wir jetzt hier auf dem Schlossplatz sind, sondern ganz viele. Ja, ich wünsche allen, die hier sich produzieren, auch unsere ganz Kleinen und den ganz Großen, ganz viel Erfolg und den Zuhörern natürlich auch sehr viel Erfolg. Darf mich erstmal bedanken bei den vielen, die uns da geholfen haben. Ich sag mal, ohne unsere Reichenstraße wäre das zurzeit überhaupt nicht zu stemmen. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Und natürlich auch den Sponsoren, die hier wieder mitgeholfen haben, die Sie den Flyern entnehmen können. Ganz herzlichen Dank, die uns hier unterstützt haben, ob Hartsparkasse oder Stadtwerke, viele, viele andere mehr. Also in dem Sinne uns allen einen sonnigen, einen fröhlichen und einen musikalischen Tag. Fête de la Musique. Maya wieder da?